Hallo! Im heutigen Video geht es um das Thema Positivdenken. Ich habe 5 Tipps für dich zusammengestellt, wie du in Zukunft positiver denken kannst. Mein Name ist Jasmin Franke, ich bin Autorin und in meinen Büchern beschäftige ich mich mit Themen wie Achtsamkeit und wie man sein Leben positiver gestalten kann und seine Träume verwirklichen kann. Zum Ende des Videos erhältst du noch einen extra Tipp, wie du ein kostenloses E-Book von mir erhalten kannst. Schau dir das Video also unbedingt bis zum Ende an. Nun aber zu den Tipps, die dir dabei helfen sollen, künftig positiv zu denken. Tipp Nummer 1. Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in den kleinen Dingen und Unglück oft durch Vernachlässigung von diesen. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern es ist von einem berühmten Autor, nämlich von Wilhelm Busch, der unter anderem die Kinderbücher von Max und Moritz geschrieben hat. Damit du im Alltag fit und ausgeglichen bist, ist es wichtig, dass du auf dich achtest, dass du dir Zeit für dich nimmst. Denn wenn du gestresst bist, dann ist es viel schwieriger, positiv zu denken. Du wirst dir dann mehr Sorgen machen und es wird dir vielleicht schwieriger fallen, den Überblick zu behalten. Achte also darauf, dir im Alltag genügend Zeit für dich selbst zu nehmen, damit sich dein Körper und dein Geist regenerieren können. So wird es dir viel leichter fallen, positiv zu denken. Tipp Nummer 2. Akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Dieses Zitat, wenn man hört, klingt erstmal etwas negativ. Es klingt ein Stück weit nach Resignation. Dabei ist es aber gar nicht so gemeint. Ich glaube, der Kern dieses Zitates sagt, dass es bestimmte Dinge gibt, die man nicht ändern kann. Bestimmte Dinge, die nicht so laufen, wie man sich das gedacht hat. Tatsachen, die man nun mal einfach nicht verändern kann. Es ist wichtig, dass man sich von diesen Dingen nicht herunterziehen lässt. Ich gebe dir auch ein Beispiel, was passiert oder was passieren kann, wenn du dieses Zitat nicht berücksichtigst. Ich habe jemanden in der Familie, der mit einer bestimmten Krankheit lebt und das schon seit sehr langer Zeit, seit über 30 Jahren. Und dem es aber sehr schwer fällt oder die meiste Zeit von diesen 30 Jahren sehr schwer gefallen ist, zu akzeptieren, dass er diese Krankheit hat. Und die Folge davon war dann, dass diese Person häufig deprimiert war, dass sie immer wieder bedauert hat, was sie jetzt aufgrund der Krankheit nicht machen konnte oder nicht machen kann. Und das hat die Lebensqualität natürlich massiv geschmälert. Auch wenn es natürlich schlimm ist, zum Beispiel eine Krankheit zu haben, wie in diesem Fall, dann nutzt es aber nichts, sich tagtäglich den Kopf darüber zu zerbrechen und zu grübeln darüber, was man alles jetzt deshalb nicht machen kann. Es wäre stattdessen deutlich besser, wenn man sich auf das konzentriert, was man noch machen kann. Die Lebensbereiche, die nicht eingeschränkt sind, die von der Krankheit vielleicht überhaupt nicht betroffen sind. Oder auch auf Dinge, die man wieder erreichen kann. Wenn man durch ein gewisses Training einfach bestimmte körperliche Aktivitäten irgendwann wieder übernehmen kann. Oder wenn man durch eine bestimmte Art der Ernährungsumstellung die Krankheit abmildern kann. Also das sind dann eigentlich Dinge in diesem speziellen Beispiel, auf die man sich konzentrieren sollte. Das gelingt aber erst dann, wenn man für sich im Kopf akzeptiert hat, dass die Situation so ist, wie sie ist, weil man nur dann in der Lage ist, sich darauf zu konzentrieren, wie man jetzt sein Leben anders gestalten könnte mit diesen neuen Tatsachen. Das Zitat hat also im Kern nichts mit Resignation zu tun, sondern einfach mit einer realistischen Einschätzung der Lage. Das bedeutet, wenn du dir selber den Raum gibst, zu überlegen, was denn im Rahmen deiner Möglichkeiten ist, dann schaffst du es viel eher positiv zu denken, eben weil du dich nicht auf die Dinge konzentrierst, die du ohnehin nicht verwirklichen kannst, sondern auf das, was möglich ist. Tipp Nummer 3. Umgib dich mit positiven Menschen und Vorbildern.
Der amerikanische Psychologe Daniel Goleman sagt mal in einem von seinen zahlreichen YouTube-Vorträgen, dass Gefühle ansteckend sind. Vielleicht kennst du ja das folgende Phänomen von dir selber. Es gibt Menschen, die einem einfach Kraft rauben. Es ist anstrengend, mit diesen Menschen zusammen zu sein, zusammenzuarbeiten. Und dann wiederum gibt es aber Menschen, mit denen läuft das ganz anders. Mit denen läuft das irgendwie von allein und es macht Spaß. Und es hat überhaupt nichts Anstrengendes. Ganz im Gegenteil, es lässt einen eher noch energiegeladener zurück. Bei diesem Tipp möchte ich dir also raten, dich eher mit letzteren Menschen zu umgeben. Also mit Menschen, die dich inspirieren und die dir gut tun. Verzichte weitgehend auf Menschen, die dich Energie kosten. Ich weiß, in der Praxis ist das nicht immer möglich. Man hat im Arbeitsumfeld oder auch in der Familie Menschen, die vielleicht anstrengend sind und die man nicht komplett vermeiden kann oder auch vielleicht gar nicht vermeiden will, wenn es jetzt zum Beispiel um die Familie geht. Aber es ist wichtig, auch deine eigenen Bedürfnisse zu beachten. Und wenn du merkst, dass der Kontakt für dich sehr anstrengend oder sehr deprimierend ist, versuch wirklich auch, dir wieder Raum für dich selber zu nehmen und dich ein Stück weit zurückzuziehen. Es kann natürlich auch Sinn machen, eine Aussprache mit der entsprechenden Person zu suchen. Allerdings kommt es ein bisschen auf die Situation an und auch auf dein Gegenüber natürlich. Denn wenn dein Gegenüber von Hause aus ein Mensch ist, der zum Beispiel sehr deprimiert immer ist oder emotional instabil, dann ist er vielleicht einfach so von seiner Persönlichkeit. Dann macht er das auch gar nicht mit Absicht, um dich zu ärgern, sondern kann sich vielleicht auch nicht helfen. Und dementsprechend wäre in so einem Fall ein Gespräch vielleicht auch gar nicht so von Erfolg gekrönt. Also das musst du dann einfach für dich selber entscheiden. Aber versuch wirklich, dich weitestgehend mit positiven Menschen zu umgeben. Tipp Nummer 4, meditiere. Wenn du meditierst, dann wirst du erstens ruhig und ausgeglichen und du bist zweitens im Hier und im Jetzt. Und das hilft dir, dich von negativen Gedanken zu lösen. Das heißt, du machst dir dann nicht Sorgen, du grübelst nicht und das hilft natürlich dann viel leichter, Dinge positiv zu sehen. Tipp Nummer 5, LLL. LLL steht für lebenslanges Lernen. Das Kultusministerium schreibt über lebenslanges Lernen. Es ist die persönliche Bereitschaft, sich veränderten Bedingungen in allen Lebensbereichen zu stellen, neugierig zu bleiben und aktiv das persönliche und gesellschaftliche Umfeld mitzugestalten. Warum ist das so wichtig? Nun, wir leben in einer Welt, die sich sehr schnell verändert. Jetzt eigentlich schneller als jemals zuvor aufgrund der technologischen Fortschritte. Wenn du nicht offen bleibst, wenn du nicht versuchst, dich weiterzuentwickeln, dann besteht die Gefahr, dass du irgendwann abgehängt wirst. Und das kann sich in vielerlei Hinsicht negativ auswirken. Es kann sich natürlich in erster Linie negativ auf deine Karriere oder deinen Job auswirken, wo du vielleicht einfach nicht mehr Schritt halten kannst, dich schwerer tust, eine Gehaltserhöhung oder eine andere Anstellung zu finden. Es kann dir auch schwerer machen, wenn du nicht lebenslang lernst, Lösungen für Probleme zu finden. Einfach, es hat einen ganz einfachen Grund, wenn du dich mit bestimmten Themen nicht auseinandergesetzt hast, wenn du dich in bestimmte Themen nicht eingearbeitet hast, dann wie sollst du denn eine Lösung finden? Natürlich kann es sich auch negativ auf deine finanzielle Situation auswirken, wenn du zum Beispiel der Meinung warst, ja, du musst dich nicht selber um deine Finanzen kümmern, dann kann sich das irgendwann auch sehr negativ auswirken, weswegen du dich schon auch mit dem Thema Finanzen beschäftigen sollst, vielleicht auch öfter mal Wirtschaftsnachrichten lesen oder YouTube-Videos zu dem Thema hören. Es gibt ja
sehr, sehr viele gute Videos mittlerweile zu diesen Themen und auch Tipps für den Alltag. Und um nochmal zurückzukommen zum eigentlichen Thema positives Denken. Natürlich kann es sich auch auf deine emotionale Stabilität auswirken, wenn du dieses Konzept lebenslanges Lernen nicht für dich entdeckst. Warum ist das so? Denken wir mal zurück an die Kindheit, ne? Als Kind ist man ja noch nicht so emotional reif und stabil und kann auch mit seinen Gefühlen noch nicht so gut umgehen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten uns seither nicht weiterentwickelt. Stellen wir uns einfach mal die Situation vor, dass im Supermarkt irgendein Erwachsener sich auf den Fußboden schmeißt, weil er sich ein bestimmtes Produkt gerade nicht leisten kann. Das wäre, sagen wir mal, ein bisschen eigenartig. Das macht eigentlich schon klar, wie wichtig es ist, dass wir uns auch emotional weiterentwickeln. Und wir sollten jetzt nicht glauben, dass wir an irgendeinem bestimmten Punkt mal angekommen sind und abschließen mit unserer emotionalen Entwicklung, sondern wir sollten wirklich versuchen, noch gefestigter zu werden und einfach permanent an unserer Ausgeglichenheit und emotionalen Stärke und Intelligenz zu arbeiten. Und dann wird das Thema positiv denken uns auch mühelos gelingen. Ja, ich hoffe, meine Tipps helfen dir auf dem Weg zu mehr innerer Ruhe und unterstützen dich dabei, positiv zu denken. Ganz zum Schluss hatte ich dir ja noch versprochen, verrate ich dir, wie du an ein kostenloses E-Book von mir kommst. Das E-Book beschäftigt sich mit dem Thema Achtsamkeit und es will dich genau darin unterstützen, eben positiver zu denken und dir vor allen Dingen auch Zeit im Alltag für dich selbst zu nehmen, damit du eben dauerhaft mental leistungsfähig bleibst. Du kannst dieses E-Book auf meiner Homepage jasminfranke.com erhalten, da einfach für den Newsletter anmelden und dann ganz wichtig, am Ende bitte noch in der Bestätigungs-E-Mail, die du bekommst, einfach nochmal das Abonnement bestätigen, damit ich dann auch wirklich deine Daten erhalte und dir dein kostenloses E-Book zuschicken kann. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und freue mich darauf, wenn wir uns bald wiedersehen auf meinem Kanal. Alles Liebe, deine Jasmin.